Ende 2000 wurde die DFL gegründet, schon wenig später stieg Tom Bender ein. Für den Ligaverband arbeitete er lange Zeit in verschiedenen Funktionen. Jetzt ist er früh gestorben. Sonntag, 12. August 2018, 19.16 Uhr, Tom Bender, langjähriger Manager der deutschen Fußballliga, DFL, ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Das gab die Rheinische Post Verlagsgesellschaft bekannt. Bender war für die Rheinische Post seit 2015 als Geschäftsführer aktiv und verantwortete die komplette Anzeigen- und digitale Vermarktung sowie das Marketing der Tageszeitung. Zuvor war der gebürtige Düsseldorfer nach zahlreichen journalistischen Stationen UA beim Axel Springer Verlag und bei Premiere von 2001 an in verschiedenen Funktionen für die deutsche Fußballliga DFL tätig. Die Nachricht vom plötzlichen Tode Tom Benders erschüttert uns zutiefst. Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen, insbesondere seiner Frau Martina und seinen beiden Töchtern. In Gedanken sind wir bei Ihnen, sagte Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe AEV, SIT.